So, hallo, willkommen zurück bei Siberia 3. Wir hatten jetzt den Captain Obo überzeugt, das Schiff zu steuern und sollen uns jetzt um die Beladung der Kohle kümmern. Und zuvor sollten wir noch auf der Brücke, jetzt müssen wir hier nochmal hochgehen, auf der Brücke den Rad drehen, um die oder den Laderaum zu öffnen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob der hier das hier meint, wo wir hier ein Rad drehen sollen. Nee, hier können wir nichts machen. Jo, jetzt bin ich zu weit gegangen. Ich wollte noch mal hier ein bisschen rumschauen. Gehört ja jetzt auch zu der Brücke dazu. Sieht aus, als wären Reparaturen nötig. Schade. Hier haben wir einen Ofen in der Ecke, okay. Nee, also hier drin ist nichts. Da können wir nur draußen mal schauen. So ein Rad, was ist denn das? Das ist doch hier eine Winde. Aber hier ist nichts zum Anklickern. Na, was ist denn jetzt los? Das ist das Problem, wenn man jetzt hoch und runter geht, dass die Steuerung sich umdreht. Hier ist ein Hebel. Da kann ich aber nichts dran machen. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt noch nicht die Ladeluke gesehen, wo die sein soll. Kristall. Ist hier irgendwas? Hier, okay. Vor der Eingangstür. Alles klar, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir den Kran bedienen. Den Kran. Und für den Kran haben wir jetzt einen Code bekommen. Da können wir gleich mal schauen, was da drauf steht, was wir da tun sollen. So, wir wollten jetzt schauen. Code für den Kran. Null fünf, null neun. Alles klar. So, das müsste ja der Kran sein jetzt. Ach, hier vorne ist das Pult. Direkt vor uns. Denke ich jedenfalls. 0509, okay. Nee, ist es auch nicht. Ah, ärgerlich. Ja, wo muss ich jetzt hin? Auf jeden Fall ist das der Kran. Den soll ich jetzt bedienen.
das lässt mir keine Ruhe. Weil das sieht nämlich aus wie das Bedienteil. Da ist ja noch so ein kleiner Hebel dran. Wo sollte ich denn sonst den Kram bedienen? Hey, Mensch, das war jetzt aber versteckt. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Was ist das? Ah, ein Hebel? Okay. Legen wir den mal um. Achso, wir brauchen ja noch Kohle. Genau, bevor wir jetzt mit dem Kran irgendwas transportieren, müssen wir erstmal Kohle ranholen. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt steht hier so ein Automobil. Aber wie bringt uns das weiter? Ist das hier ein Schalter? Nein. Also jetzt können wir hier mit der Lore geradeaus fahren. Aha. Ah, jetzt klemmt es an der Weiche fest. Müssen wir die wieder umlegen. Aber wie weit? Okay, was ist das jetzt? Was soll ich denn hier benutzen? Ich hab nix. Ich weiß ja nicht mal, was das für Teil ist. Da müssen wir noch irgendwas finden. Da brauchen wir noch sowas wie eine... Ne, nicht wie ein Trichter, aber so eine Schütte. So eine Verlängerung, dass die Kohle auch in die Lore rutscht. Okay. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist Gewalt die Lösung.
stimmt denn hier nicht? Was können wir denn hier benutzen? Messer? Es funktioniert nicht. Was haben wir denn noch? Eine Broschüre? Ein Pass? Das war's auch schon. Irgendwas fehlt noch. Können wir überall dran schlagen. Oh, da hat's gerauscht. Da kam jetzt was raus. Genau, das meinte ich doch vorhin. Ich das gleich mitgenommen, habe ich absolut vorhin nicht gesehen. Alles klar, jetzt bauen wir die Rutsche dran. Dann schlagen wir mal mit dem Brecheisen drauf und dann sollte das funktionieren. Teleskoprutsche. Nicht schlecht. Hallo? Da gar nichts rausgekommen. Ich glaube, wir müssen vor. Als erste, weil da habe ich es ja rascheln hören. Genau. So leicht ist es einfach. Also wir brauchen die Rutsche, das Brecheisen. Und dann klappt das auch. Weiche umstellen, dass wir auch rausfahren. Müssen wir jetzt wirklich das Auto nehmen? Benutzen? Wir haben ja nichts zu benutzen.
So, jetzt haben wir hier das Messer hier oben dran. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Jetzt haben wir den Knopf abgebrochen. So, Knopf. Ah, hier dran. Leuchtet grün. Also, den Knopf mit dem Messer abmachen. Unten dran und dann geht das los. So, na hoffentlich müssen wir jetzt nicht noch den Kram bedienen. So, vielleicht ja jetzt zu dem Pult. Na, wieder nicht. So, das Teil hier hinten, das kommt mir auch so ein bisschen komisch vor. Aber das hat auch keine Funktion. Wie soll ich denn jetzt den Kram bedienen? Hat er da auch gesagt, da brauchen wir den Code dafür. Und ich bin immer noch überzeugt, dass dieses Pult irgendwas zu sagen hat. Der Kran. Wie bedienen wir jetzt den Kran? Hier hinten am Kran, okay. Was war's? 0509? 05 09 05 09. Aha, okay. Also jetzt brauchen wir erstmal die Ansicht. Denke ich mal, das geht hier hin und her.
das wird hoch und runter sein. Und das hier, die Knöpfe, drücken wir einfach mal drauf. Was passiert? Tja, ich weiß es nicht. Aha. Aber wir müssen dorthin. Was war jetzt das hier? Ach, da schwenkt der Arm oben. Na, also, gleich beim ersten Versuch. So, jetzt müssen wir hier zurück und rüber. Ich will noch weiter. Das müssen wir jetzt nach hier drehen, auf jeden Fall nach oben. Hätte man gar nicht drehen müssen. Wir müssen jetzt vor und nach rechts, laut Bild. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Oh, okay. Warum komme ich jetzt nicht mehr auf die Kamera? Jetzt sehe ich leider den Kran nicht mehr, wie der steht. Eigentlich müsste der jetzt richtig stehen. Jetzt drücke ich mal hier drauf. Ja, ich hab's gewusst. Der Offenbar steht am Pult. Haben Sie das mit der Kohle gut gemacht, Kate. Gut, alles ist bereit, um den Wassertank zu füllen. Jetzt müssen wir nur noch den Wasserturm mit der Kristall verbinden und da hinaufklettern, um den Mechanismus manuell auszulösen, damit das Wasser fließt. Ich mache das. Lassen Sie mich raten, das ist meine Aufgabe. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zurück zu mir an Bord. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir ablegen können.
Der Kapitän sagte, ich soll erst den Wasserzulauf auf der Brücke der Kristall anschließen. Nein, jetzt muss ich wieder runter. Na okay, dann machen wir das jetzt mal fix. Aha. Ist die Öffnung vergrößert? Genau, jetzt passt der auch rein. Machen wir dazu. Und jetzt können wir da den Wassertank hochklettern. So, jetzt muss das aber klappen hier. So, Wasser und Kohle sind an Bord. Jetzt geht's zum Kapitän. Den soll man jetzt in seiner Kabine treffen. Und das macht man natürlich dann das nächste Mal. Ich freue mich dann, euch wiederzusehen. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin.